Und wir brauchen nur noch zwei. Confuse. Connie Fuse, eine Angestellte der Guildhall, behauptete, die Bürgermeisterin hätte sich vor dem Fest mehrmals mit dem vermissten Paar Ob und Fair getroffen. Okay. So, dann direkt rein. Victoria und Tim. Vic and Tim. Das macht sogar mehr Sinn im Englischen. Hey, ist die da hinten jetzt neu oder war die schon? Nee, die war schon. Das war doch Rätsel 16. Ja. Also wird die ja nichts mehr haben. Nee, die werden nichts mehr haben, weil du kannst ja von Fall zu Fall wechseln. Stimmt, stimmt. Und du, da ist ja auf jedem Bildschirm dann... Ja, genau, hast recht. Ich weiß nicht, wer hat sie gesprochen und wer hat sie gesprochen? Noch niemand. Stimmt, weil, sie hat selber gesprochen. Ja, jetzt macht sie das leider nicht mehr. Ja. Na los, Emmy. Nein, nicht Emmy. Doch, Emmy. Nein. Doch, Emmy. Nein, ich kann das nicht. Doch, du schaffst das. Ich kann nicht erotisch sprechen. Doch, das kannst du. Nein, kann ich nicht. Ganz ehrlich, ich hab zusammengearbeitet mit der Sprecherin von du weißt schon, von dem Ace Attorney Anime, die Mia gemacht hat. Die hat das vorher nie gemacht. Ich habe ihr einfach gesagt, sprich mal wie Emmy und dann hat sie. Ich kann aber nicht. Doch, du schaffst das. Dann gucken wir hier und das nicht an. Nein, tue ich nicht. Keine Sorge. Entschuldigen Sie mal. Das ist ein Gespräch unter vier Augen. Finde ich gut, das passt zu ihr. Ehrlich. Okay. Sehr schön. Oh, Miss Perfetti, tut mir leid. Sie hätten mich hier nicht erwartet. Alles in Ordnung? Es ist doch offensichtlich, dass Sie mich nicht leiden können. Das hat vor allem auch so ein bisschen was, wirklich sowas. Arrogantes drin, ja. Das ist, finde ich, gut. Das machst du super. Ja, ist nice. Sein. Ja, ich finde das ist echt gut, ja. Das ist beides. Okay, jetzt weiß ich, was du erotisch findest. Wie in alles in der Welt kommen sie denn darauf? Ich finde dich erotisch. Ha. Das gehört hier nicht hin. Ich krieg noch eine mit der magischen Hand gewatscht. Ja. Versuchen Sie gar nicht erst, es zu leugnen. Ihr Tonfall spricht Bände über Ihre wahren Gefühle. Die kleinen Sprechpausen zu Beginn und wie sich Ihre Lippen nach oben kräuseln. Das eindeutige Zucken der Augenlider. Ich kann in Ihnen lesen wie in einem Buch. Wirklich? Unglaublich. Ich hätte nie geahnt, dass ich so durchschaubar bin. Sie! Sie versuchen es gar nicht erst zu leugnen? Kommen wir zum Thema, ja? Wie ich sehe, befragen Sie gerade die Bürgermeisterin. Labelle, ja. Und ich nehme an, Sie sind hier, weil Sie ebenfalls in diesem Fall ermitteln? Wie scharfsinnig. Also, was haben Sie bisher herausgefunden? Warum genau sollte ich Ihnen das verraten? Natürlich, ist ja nicht so, dass wir hier ein Verbrechen aufklären wollen oder so. Ist ja nicht Gefahr im Verzug oder sowas. Dann schauen wir mal, ob es sich überhaupt lohnt, Sie einzuweihen. Wenn Sie mir dieses Rätsel lösen können, überlege ich es mir vielleicht, aber das können Sie eh nicht. Das gefällt mir irgendwie, wie du das machst. So, ein Fingerzeig, plopp. Oh. Okay, warte. Wir haben hier 9 Leute. Einige gehören zu den Braven, die andere zu den Bösen. Mhm. Wenn ein Braver einen Bösen neben sich hat, zeigt er auf ihn. Ansonsten verschränkt er die Arme. Die Bösen zeigen immer auf jemanden, ganz egal, ob diese brav oder böse ist. Die Bösen zeigen, ansonsten verschränkt er die Arme. Ja. Okay. Die Bösen zeigen immer auf jemanden, ganz egal. Berührst du eine Person, wird die Markierung aktiviert oder deaktiviert. Markiere die beiden Bösen, die sich in der Gruppe befinden. Okay. Ja, okay. Gut. Na, einen hat man ja automatisch.
Probier's einfach mal. Ja. Hä? Wie, einen hat man automatisch? Einen hat man automatisch. Warum? Einen weiß man automatisch. Nee. Doch. Warte mal. Warum sollte man? Weil wenn die Braven einen, also die einen nur Brave neben sich haben, dann verschränken sie die Arme. Ja, und dementsprechend sind ja... Und die Braven zeigen immer auf die Bösen. Hä? Die Braven? Ach so, ja, die Braven zeigen immer auf die Bösen, also hat man immer den, ja, stimmt. Den hier? Ja. Ja, aber ich meine, wenn keiner auf den Grünen zeigt, dann wird er ja sicherlich auch brav sein. Und dementsprechend nehme ich die beiden. Aber es zeigt ja auch keiner auf den anderen, ach so. Das ist ja dann, hä? Ach doch, warte mal, aber ein Böser zeigt auf einen... Nee, das ist ja dann auch... Zeigt auf irgendjemanden. Na, die Bösen zeigen, egal auf wen, ob der jetzt böse ist oder nicht. Und ja, ich habe schon wieder gewonnen. Ja, Glückwunsch. Ja. Ja, das Ding ist jetzt, aber es könnte ja grün oder lila sein dann. Naja, eins ist ein bisschen wahrscheinlicher. Eins ist ein bisschen wahrscheinlicher? Finde ich. Ja, aber wenn ein Böser auf den Lilanen zeigt, dann ist das ja völlig irrelevant. Wieso? Weil der zeigt ja auf irgendjemanden. Ja. Egal, ob diese Person brav oder böse ist, der könnte genauso gut auf den Grünen zeigen. Oder auf den Orangenen. Tendokast, das stimmt nicht. Tendokast hat gesagt, ich habe auch den IQ-Vorteil. Das stimmt nicht. Er hat auch einen sehr hohen IQ. Ich bin einfach nur gut in solchen Rätseln und er ist besser in Mathe-Rätseln. Und in Streichholz-Rätseln. Ja, aber ehrlich gesagt, ich verstehe jetzt trotzdem nicht, also... Ich finde es trotzdem eigentlich so, dass man... Also ich fand eine Lösung halt ansprechender in dem Sinne und deswegen habe ich es dann halt probiert. Ja, aber... Ich war mir jetzt halt natürlich nicht hundertprozentig sicher. Ja, aber so, sonst, es zeigen ja drei auf einen und dieserjenige zeigt aber irgendwo hin, von daher... Du kannst jetzt auch nach oben gucken, wenn es... Ich würde aber auch sagen, es wäre ziemlich unwahrscheinlich, dass der Grüne ausgerechnet dann auf den Richtigen zeigt, wenn er böse wäre, ne? Dafür zeigt aber einer... Na eben. Stimmt, der, eben, also der wenn Grüne, der gut wäre... Ja, okay, nee, dann ist es ja eindeutig ja, sogar. Ja eben, der Grüne ist ja dann gut, deswegen zeigt er auf den Bösen. Richtig. Und der Lilane zeigt ja, würde ja auf einen Lieben zeigen und das ja. Geht ja gar nicht. Okay, ja, das... Hätte auch viel früher fertig sein können. Ja, eben. Ja. Ja, Schieberätsel bin ich gespannt, ob eins vorkommt. Da hoffe ich echt drauf. Da bin ich immer sehr gut drin. Ich auch. Ich hab's gesehen in deinen LPs. Ja, in den LPs. Ich hab seitdem... Ey, das war auch eins der letzten. Du meinst doch Rette die Königin, ja. Oder? Ey, das war eins der allerletzten. Also wirklich, das ist ja dann... Aber die, ich fand die von Schatulle der Pandora besonders schwierig irgendwie. Ja, stimmt. Das war das so das. Gute ins, die Guten ins Tröpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Hätte man gesehen, was das für ein Schild ist da hinten, dann hätte man das ja sofort gewusst. Die Bösen befinden sich oben in der Mitte und rechts. Wenn man weiß, dass die Bösen auf die Braven zeigen, findet man sie schnell. Ja. Na gut. So. Bling, bling. Gut, es war ohnehin kein sonderlich schwieriges Rätsel. Los. Was? Achso, Entschuldigung. Ja, war's auch nicht. Da bricht sie wieder über uns herein, die schlimmstmögliche Katastrophe. Nun denn, dann gebe ich Ihnen als besonderen Gefallen meine Analyse des Falls. Betrachten wir zuerst die Fakten. Diesen Morgen wurde ein Mann vom Ufer der Themse in den Fluss gestoßen. Sie ist ja eigentlich auch Italienerin. So wie der... genau. Es gab mindestens einen Zeugen, doch der stand am anderen Ufer. Und der Täter... Der war vom anderen Ufer. Und der Täter war zu... Nee, eigentlich muss man bei ihr... Die Männer machen ja heute nicht so. Bei ihr müsste man so... Ja,
okay, sie ist hauttechnisch ein bisschen... Und der Kater war zu weit weg, als dass man ihn zertifizieren hätte können. So, das mache ich aber nicht weiter. Nein, nein, nein. Das... Kurz darauf stürzte sich eine Frau an dem Ufer ins Wasser, an dem auch der Zeuge stand. Was alles perfekt zur Legende der Tenso passt. Ja, das vermisste Paar heißt Opal Ferdinand, kurz Ob und Fair, also Opfer. Beide wohnhaft in der Chanson Lane. Sie gehören zu einer Theatergruppe und wollten am heutigen großen Uferbekenntnis teilnehmen. Allerdings scheint niemand je bemerkt zu haben, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind. Wo überlässt du? Was Tendocast geschrieben hat. Vinti betont die Texte von Emiliana so komisch, das spricht man babidi-bubidi. Das ist italienisch. Du meinst das Ganze schneller oder was? Babidi-bubidi, babidi-bubidi. So wie bei Family Guy. Okay. Ich kann auch italienisch. Babidi-bubidi, babidi-bubidi, babidi-bubidi. In diesem Punkt weichen Legende und Realität voneinander ab. Mittlerweile haben wir in Erfahrung gebracht, dass Bidi-Bidi-Bidi-Bidi sich regelmäßig mit einer bestimmten dritten Person getroffen hat. Aha. Sie wissen sicher schon, wen ich meine. Die Person, die die Ermittlungen in Gang gesetzt hat. Bürgermeisterin Pip Lavonida. Aus diesen Fakten kann nur ein Schluss gezogen werden und der lautet, die Person, die Fans Wasser geschubst hat, war niemand anderes als Bürgermeisterin Lavonida selbst. Da kam ich jetzt nicht mit. Weil's falsch ist. Ja. Ja. Eben. Niemals. Also ich meine wirklich niemals. Wie können sie nur auf sowas kommen? Eine interessante Schlussfolgerung, Emiliana. Zugegeben, aktuell fehlen mir noch ein paar Fakten, aber alles weist auf die Bürgermeisterin Lavonida hin. Es fehlt nur noch ein entscheidender Faktor, der sie ohne jeden Zweifel als Täterin überführen würde. Ein Motiv, meinen Sie? Ich weiß ein Motiv. Und ich weiß auch den Handlungshergang. Tathergang. Also es war tatsächlich bloß so eine Show. Und Lavonida wollte ja das Fest irgendwie besser machen, aber es wurde ja schon gesagt, dass das Fest vielleicht nächstes Jahr nicht mehr stattfindet, weil es rückläufig war. Und deswegen wollte sie dem Ganzen etwas Pep geben. Würde ich doof finden. Ja, wäre voll gemein. Und voll easy dann. Ja. Das muss was anderes sein. Ja. Wie ich sehe, verstehen wir uns. Natürlich habe ich die Möglichkeit schon betracht gezogen, dass der Täter jemand anderes sein könnte. Für gewöhnlich können wir anhand des Fallhintergrundes und der Beweise am Tatort ein klares Profil des Täters erstellen. Aber dieses Mal ergibt sich einfach kein Profil. Warum hat der Täter den Mann in den Fluss gestoßen? Und in welchem Zusammenhang steht das dazu, dass die Frau selbst in den Fluss gesprungen ist? Keiner der Punkte passt zu dem Profil, das ich derzeit habe. Das ist das erste Mal, dass ich so einem Fall begegne. Ja, passt nicht zu dem Profil, was sie hat. Stimmt, welches Profil? Facebook, Twitter? Ja, aber es kann schon stimmen, dass Lavonida da dabei ist, weil es ist ja meistens eine Person, die meistens am Anfang schon vorgestellt wird im Fall. Und außer Lavonida kann ich mir kaum eine vorstellen. Außer die Assistentin, aber die Assistentin... Vielleicht nur als Assistenztätigkeit, ja, aber eben, unter dem... Aber halt... Unter Auftrag von Lavonida. Ja, eben, also... Und ich meine, viele kennen ja Opal und Ferdinand. Ja. Das Profil, ja. Das Profil, ja. Hört sich an, als hätten sie da ein paar Schwierigkeiten, Miss Perfetti. Schwierigkeiten? Echt? Du hast echt, also dafür, dass man nur deine Hand sieht und deinen Arm, fügst du dich echt gut ein. Ich frag mich, was passiert, wenn du meinen Mann den Rest dann auch noch sieht. Weiß ich nicht, mein Gesicht zu. Ich weiß nicht, dafür weißt du ja jetzt erst nur. Je kniffliger das Fall, desto mehr glänze ich. Weil sie so sehr schwitzt? Oder wie hat sie das gemeint?